Ganz herzlich willkommen zu Etappe 2 des Alpe-Adria-Wegs und wir befinden uns noch in St. Johann im Pongau. Das war unser Domizil für die Nacht und wir sind auch schon wieder früh auf dem Bein, denn wir machen uns auf den Weg zu einer kleinen Sehenswürdigkeit. Und zwar möchten wir noch, bevor wir die eigentliche Tour dann so richtig beginnen, die Liechtenstein-Klamm besuchen. Die befindet sich auch hier in der Nähe von St. Johann und da sind wir gerade auf dem Weg dorthin und zeigen euch dort auch mal ein paar schöne Bilder, ein paar Eindrücke. Also kommt mit, wir machen uns auf dem Weg zur Liechtenstein-Klamm. Die Liechtenstein-Klamm hat eine Länge von ca. 4 Kilometern, davon ist 1 Kilometer für Besucher zugänglich. Die Felsen sind bis zu 300 Meter tief und an manchen Stellen ist die Klamm nur wenige Meter breit. Am Ende der Klamm befindet sich ein wunderschöner Wasserfall, den ihr auch gleich in den Bildern sehen werdet, also viel Spaß dabei. Auf geht's über die Berge, denn heute werden wir einiges an Höhenmetern machen, denn wir haben ca. 1000 Höhenmeter vor uns insgesamt und fahren eine Strecke von knapp 65 Kilometern. Unser heutiges Etappenziel wird Malnitz sein, welches wir ganz am Ende dann noch mit einer kleinen Zugfahrt erreichen werden. Aber für uns geht's jetzt erstmal durch ein paar kleinere Ortschaften, wie zum Beispiel Schwarzach im Pongau. Da fängt auch unsere erste große Steigung an und dann geht's weiter Richtung Dorf Gastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein. Da sind wir wirklich gespannt, was uns Bad Gastein für einen Ausblick bieten wird, weil diese Stadt ist etwas höher gelegen in den Bergen. Da sind wir sehr gespannt drauf und wir nehmen euch mit. Und ihr seht es schon, wir fahren bei schönstem Wetter heute wieder. Wir haben 26 Grad, ein paar Wolken am Himmel, die sind aber nicht weiter schlimm. Aber das Panorama einfach wunderschön zum Fahrradfahren. Jetzt geht es also das erste Mal richtig hoch und zwar befinden wir uns hier gerade in Schwarzach im Pongau und hier finden die ersten Höhenmeter statt, die schon in die Beine gehen und da heißt es dann kleinster Gang und strampeln. Wir müssen auch ein bisschen gucken, dass wir mit unseren E-Bike-Akkus haushalten,
denn gerade zum Ende der Tour wird es nochmal einiges an heftiger, wirklich heftiger Steigung geben. Und da sind wir auch gespannt, ob wir mit unseren Akkus der E-Bikes überhaupt hinkommen. Das wird noch spannend sein, aber jetzt geht es erstmal hoch und oben erwartet uns dann ein ganz toller Ausblick und ein ganz tolles Panorama. Wunderschön diese Passagen hier auf und ab mit dieser schönen Aussicht hier nebenbei, und da vergisst man fast schon das harte Abstrampeln an den Steigungen, wenn man diesen tollen Ausblick dabei genießen kann.
Ja, und wie hier jetzt in Dorf Gastein sind ganz viele kleine Ortschaften, durch die wir jetzt fahren, und es ist einfach nur malerisch, auch gerade bei dem Wetter. Es ist Leben auch in den kleinsten Ortschaften. Es ist ein Touristenanziehungspunkt, sehr viel Tourismus hier, auch im Sommer wie auch gerade im Winter zur Skisaison. Und es macht einfach nur Spaß, durch diese kleinen Gassen mit dem Rad zu fahren und sich die ganzen Bauwerke und das Leben hier in den kleinen Städten und Gemeinden einfach anzuschauen. Hier befinden wir uns jetzt in Bad Hofgastein und als nächstes folgt dann Bad Gastein, etwas höher gelegen, aber auch hier ein schönes, idyllisches Ambiente, und das lädt natürlich auch ein zum Einkehren, um Rast zu machen. Und jetzt geht's gleich auf und dann machen wir uns auf den Weg nach Bad Gastein und da erwarten uns auch nochmal richtig knackige Höhenmeter. Ja, und am Horizont dort hinten, halb hochgelegen auf dem Berg, kann man es schon erkennen. Das ist Bad Gastein, da müssen wir gleich hoch und da müssen wir nochmal alle unsere Kraft zusammennehmen und dann geht's ab in den Turbo-Modus und dann bezwingen wir die letzten großen Höhenmeter. Thank you.
Wir haben es fast geschafft. Wir sind so gut wie oben in Bad Gastein. Ihr seht schon, hier ist einiges los. Einiges auch an Baustellen. Das soll uns aber nicht dran hindern, hier ein paar schöne Bilder einzufangen. Viel Spaß bei den Bildern von Bad Gastein. Das war Bad Gastein, eine unglaublich traumhafte Stadt, die zum Verweilen einlädt. Ich kann nur jedem empfehlen, egal ob mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Auto, da einmal vorbeizuschauen und sich diese Stadt wirklich einmal genauestens anzuschauen. Wirklich traumhaft dort. Und für uns geht es jetzt noch ein paar Höhenmeter weiter nach oben in Richtung Bahnhof Böckstein, denn von dort aus werden wir mit dem Zug weiterfahren nach Malnitz. Das geht auch relativ fix, sind nur ein paar Minuten, und in Malnitz endet dann unsere zweite Etappe, und dann sehen wir uns zur dritten Etappe wieder aus Malnitz. Dort werden wir starten, und ich zeige euch hier nochmal ein paar Bilder von dem Transport, wie das Ganze hier abgelaufen ist beim Bahnhof. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Etappe wieder mit dabei seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Das würde uns sehr freuen und uns unterstützen. Also macht's gut. Wir sehen uns bei Etappe 3 wieder.